Justin Bieber gehört zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Musikern der Welt. Der 19-jährige Kanadier hat mehrere Nummer-1-Alben veröffentlicht, ist millionenschwer und wird von unzähligen Fans geliebt. Doch einen interessiert das herzlich wenig oder zumindest nicht mehr. Und zwar Mali. Das Weißschulter-Kapuzineräffchen gehörte einst Justin Bieber. Auf seiner Europatournee kam es jedoch zum Desaster. Der Grund? Beamte beschlagnahmten am Münchner Flughafen das Tier, weil der Superstar keine Papiere für ihn vorlegen konnte. 4 Wochen hatte der Teenie-Schwarm Zeit, dies nachzuholen, doch nichts geschah. Seitdem hat Justin Bieber einen Fan weniger und Mali wurde aus der Quarantäne in den Serengeti-Park Hodenhagen verfrachtet. Der Geschäftsführer Fabrizio Sepe ist sich sicher, dass für Mali hier ein ganz neues Leben beginnt. Bundesamt für Naturschutz hier aus Deutschland in Bonn hat den Park vorgesehen, weil wir in Deutschland die einzigen sind, die so eine geschlossene Familie halten, dieser Weißschulterkapuziner. Wir freuen uns natürlich sehr, es ist ein sehr, sehr hoher Vertrauensbeweis gegenüber uns seitens der Behörde, was uns sehr stolz macht. Mittlerweile ist Mali 31 Wochen alt und wiegt rund 1,5 Kilogramm. Anfangs musste das Kapuzineräffchen noch rund um die Uhr gepflegt werden. Jetzt rennt Mali schon ganz eigenständig auf seiner kleinen Insel Malibu umher. Wenn man bedenkt, dass sich Mali zuvor wie wild an einen Stoffteddy geklammert hat, ein großer Fortschritt, findet auch seine Pflegerin Jennifer Niewöhner. Also Mali ist mit Sicherheit, was eben halt bei kleinen Handaufzuchten der Fall ist, ist auf jeden Fall fehlgeprägt. Das kann man schon mit Sicherheit so sagen. Er ist also sehr an Menschen gewöhnt, was man bei anderen Affen, jungen Tieren in dem Alter eben halt nicht sehen würde. Die würden sich sehr an ihre Mutter halten. Er hält sich im Moment sehr an mich. Und das bedeutet für mich, dass ich ihm natürlich noch viele Dinge zeigen muss, wie jetzt zum Beispiel gerade die Ausgewöhnung auf der Außenanlage, dass irgendwann die Affenfamilie übernimmt, zu der er kommen soll. Für den Park ist Mali nicht nur wegen seines berühmten Ex-Spielgefährten besonders, sondern vor allem, weil er eine neue Blutlinie und somit neue Gene in die bereits bestehende Affengruppe bringt. Die Tiere sehen sich als allererstes ganz klar am Sichtgitter, dass noch nichts passieren kann, dass sie sich beschnuppern können. Mali muss natürlich auch jetzt in Anführungsstrichen die Affensprache lernen. Das ist weniger mein Part. Und das lernt er dann erstmal Schritt für Schritt. Das machen wir auch sehr langsam, um nicht ihm vorzugreifen, um dann hinterher einen verstörten Affen zu haben, sondern lassen ganz langsam die Gruppe nach und nach, eben der Rangordnung nach wahrscheinlich dann auch dazu. Erst im Februar kam die Affendame Molly zur Welt und ist somit etwa im gleichen Alter. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass Mali wie sein altes Herrchen zum Frauenschwarm avanciert. You could be my girlfriend until the...